Es ist Freitagmorgen, kurz nach 10 und wieder Zeit für DoTube. Ich bin Chris. Ich bin Chris. Und heute möchten wir euch einfach mal ein paar unserer Lieblingsprops und Lieblingssammlerstücken vorstellen. Richtig. Wir haben uns heute mal gedacht, wir stellen euch mal vor, was haben wir so an Lieblingsteil? Sprich, was haben wir für Kostümzubehör? Was haben wir an Sammlerstücken, an Autogrammkarten oder sonstigen lustigen Sachen, wo wir einfach finden, diese Sachen sind Sammlerwert und wir haben einfach Spaß daran. So, würde ich sagen, fangen wir mit dem Christian an. Du ja. hast ja schon einen schönen Ständer hier stehen. Ich habe einen schönen Ständer da stehen und ich habe meine... du Scheiß, Helm, du Kleiner. Und passend dazu habe ich auch eine dementsprechende Kappe aufgezogen. Und zwar möchte ich anfangen, den einen oder anderen... Satanas Abraxas. Ist die Serie Supernatural vielleicht ein Begriff? Sprich, die beiden Monster- und Dämonenjäger, Sam und Dean Winchester, die mit allerhand Menschen und auch Engeln und anderen Dämonen auch wiederum anderen Monstern das Handwerk legen und somit auch in weiteren Episoden in den göttlichen Plan eingreifen. Ein äußerst bekanntes Stück aus dieser Serie ist die Engelsklinge. Und die Engelsklinge, die habe ich mir mal zugelegt und gehört auch tatsächlich zu meinen Lieblingssammlerstücken. Ich habe sie mal mitgebracht. Da ist das Teil. Um es mal kurz zu machen, das ist echt geil. Boah, Christian, ganz kurz. Das ist kein Messer. Das ist ein Messer. Angeber. Zufälligkeiten sind rein zufällig. Ja. Weg von unserem Crocodile Dundee zurück. Ich muss ihn nicht einfach bringen. Wir müssen zurück zu deiner Engelsklinge. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ja, was gibt es zu dieser Engelsklinge zu sagen? Das Teil, was ich hier habe, ist komplett aus Metall. Mit einer Klingenlänge von 28 cm, einer Gesamtlänge von 51 cm und einem Gesamtlebendgewicht von 800 Gramm macht das Ding schon echt Eindruck. Es glänzt schön, es ist toll verarbeitet und ich würde jetzt fast sagen, macht einfach Spaß, aber das kann durchaus falsch verstanden werden. Ich könnte das Ding nur gebrauchen zum Abstechen von Schweinen. Du als Metzger, ja. Ja, ich als Metzger. Du als Fleischer. Metzger. Fleischwaren-Designer. Fleischwaren-Fachverkäuferin. Nein, Fleischwaren-Designer. Ja. Die grobe Fette ist heute nicht da. Die grobe Fette bin ich. Die ist ausverkauft. So. Die hat heute Berufsschule. Genau. Ja, was gibt's dazu zu sagen? Ich weiß nicht, wie es hergestellt worden ist, aber das sieht mir nach teilweise Drehbank, wie auch immer aus. Auf jeden Fall, es ist echtes Metall. Liegt wirklich schwer in der Hand. Du darfst es natürlich auch gerne mal in die Hand nehmen. Oh ja, das Ding ist schwer. Und es ist verdammt spitz. Mich hat es damals tatsächlich gewundert, weil das wird nicht in Deutschland hergestellt. Aus England, soweit ich weiß. Dass es überhaupt so durch den Zoll gekommen ist, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das Ding ist nicht ohne. Es ist definitiv kein Spielzeug. Mitgeliefert wird dieser schwarze Stand oder wurde dieser schwarze Stand, den man auch noch selber zusammenbauen muss. Ja, genau, wir benutzen unseren professionellen Drehteller. Wer uns gerne einen motorisierten sponsern möchte, es sei ihm freigestellt. Es sei ihm freigestellt. Auf jeden Fall ist meine persönliche Meinung, und ich bin sehr, sehr großer Supernatural-Fan, ist das ein Sammlerstück, was in keiner Sammlung als echter Fan fehlen darf. Ich finde es toll, ist ein absoluter Wahnsinn. Ja, ja, und glänzt auch schön. Es glänzt schön, das hat mich so glücklich gemacht. Ja, definitiv. Ist also wirklich wie eine Serie. Gefällt mir sehr, sehr gut. Hat ja Spaß gekostet. Da kommen wir zum Knackpunkt. Damals hat es 129 Euro gekostet, als ich es bestellt habe. Das ist nicht ohne. Aber Fakt ist, ich wollte halt wirklich eine aus Metall haben. Weil es gibt zwar tolle Sachen mit Plastik verchromen, ABS verchromen, aber letzten Endes, du hast dann immer die Probleme mit eventuellen Farbabplatz. Und dann hast du es schon hinfällig. Plastik ist Plastik, Metall ist Metall. Genau. Aber mittlerweile gibt es diese Engelsklinge auf Etsy bereits schon für 91 Euro. Also ist tatsächlich ein bisschen günstiger geworden, auch aus Vollmetall. Und ja, wem es Spaß macht, wem es gefällt,
greift zu, das Teil ist toll. Da haben wir das Ding aber auch schon vorhin gesehen gehabt. Wir haben mal ganz kurz recherchiert, was das Ding jetzt nämlich kostet. Dann 91 Euro fängt es an. Haben aber auch Preise von über 200 Euro für das Ding schon gesehen. 259 Euro. 259 sogar. Da ist aber dann auch Leder-Etui dabei. Da ja. stellt sich die Frage, ob das unbedingt sein muss. Denn in der Fernsehserie taucht dieses Leder-Etui nicht ein einziges Mal aus. Auf. Also dieses Halfter dafür gibt es eigentlich in der Serie nicht. Und deswegen sei mal die Frage, ob man das zwingend braucht. Weißt du, wie man so ein Ding eigentlich nennt, ohne jetzt sexuell zu werden? Eine Schwertscheidung. Richtig. Jetzt ist es mir gerade eingefallen, du Ferkel. Ja. Ich kann jetzt dafür für die Fachausdrücke, die habe ich mir nicht ausgedacht. Das stimmt. Gut, dann nimm mal deinen Knüppel da, oder? Machen wir zu einem richtigen Schwert kommen. Den Ständer kannst du ruhig drauf lassen. Passt das da drauf? Ja, das passt. Ich habe es ausprobiert. Dann lass mal den Ständer da drauf. Zu dem Beginn meiner Cosplay-Karriere, wenn ich jetzt mal so nennen darf, hatte ich mir überlegt, einen Sith herzustellen, ein Sith-Kostüm. Habe dazu auch angefangen, mir sowas aus China kommen zu lassen, so ein Kostüm. Also es hat damals angefangen, wo wir einen kleinen Trailer drehen wollten. Da war ich ganz frisch bei den Renegades. Ja, wir wollten einen Trailer drehen fürs Kino. Und da sagte man, ja, wer Bock hat, kann mitmachen. Oh, das habe ich mich gemacht. Ich habe mich schnell ins Internet geschwungen, habe in China einen kleinen Großeinkauf gemacht und unter anderem dieses Lichtschwert gekauft. Sieht schick aus. Ja, das war auch noch nicht ganz so gewesen, wo ich es bekommen hatte. Momentan ist es auch in der Umbauphase. Ich mache das ganze gesamte Innenleben gerade neu, sprich stärkere LEDs rein und neues Akku-Pack und so weiter, weil das doch mit den Jahren etwas gelitten hat. Ja, dieses Lichtschwert ist von Saber Trio. Die gab es auch bei Etsy, meine ich, oder? Ja, bei Etsy habe ich das damals bestellt gehabt. Schönes Ding, wo das damals ankam, habe ich mich tierisch drüber gefreut. Hat auch echt Spaß gemacht. Ich habe natürlich in den letzten Jahren auch etwas modifiziert, sprich ich habe da mit Dremel ich mir Sith-Runen reingeschnitzt, also reingedremelt. Ich habe das Ding ein bisschen auf alt getrimmt. Ich habe mir diesen Ledergriff dran genäht. Ja, momentan gesagt, kommt das Innenleben komplett neu. Und ich meine, ich hätte damals um die 120 Euro für das Teil bezahlt. Das ist günstig für Lichtschwert, was ein Lichtschwert von Aluminium ist. Ist VFA. Also kurz gebe man zu bedenken, dass einigermaßen brauchbare Lichtschwerter in der Regel erst so bei 300 Euro anfangen etwa. Ja, ich meine, bei Saber Project, die fangen um die 400, fangen die, glaube ich, momentan an. Also für die Stunt Saber auch dann halt. Ne? Also man kann da tierisch Geld ausgeben. Gibt es natürlich auch schon günstiger. Es gibt auch schon Lichtschwerter, die fangen so bei, ich meine, bei Wish, bei AliExpress und so weiter, fangen die, glaube ich, um die 60 Euro an. Wobei ich das sagen muss, die sind momentan auch gar nicht mal mehr so schlecht. Die haben auch schon nicht mehr nur Licht drin, das hat zum Beispiel nur Licht. Also ein reines Stunt Saber, auch ja. zum Kämpfen. Ich hatte damit auch schon den einen oder anderen Schwertkampf ausgefochten. Du hast Menschen verprügelt. Nein, ich habe mit einem Luke Skywalker-Imitator gekämpft. Aber du bist eher mir sagte, dass sein Lichtschwert voll mit LEDs war. Und nachdem ich ordentlich drauf eingeschlagen hatte, mit ihm, weil er es überhaupt nicht konnte. Und naja, ich sag mal so, ich habe gewonnen. Den hat es dahin gerafft. Was das an der Klinge hat es dahin gerafft. Das war dieser Zeitungsartikel, ne? Also. Nee, da war kein Zeitungsartikel, aber das war. seitdem ist es halt unerwünscht, dass ich auf andere einprügle mit den Dingen. Nein, es ist keiner zu Schaden gekommen. Jeder Spaß genommen. Das war eigentlich wirklich eine spontane Choreografie. Nur mein Gegner gegenüber hatte halt ein selbstgebautes, sehr hochwertiges Lichtschwert mit LEDs. Meins ist nur mit einer LED drin. Die ist vorne in der Mitte eingebaut. Und halt diese Polycarbonatklinge dran, mit der ich natürlich auch dementsprechend kämpfen kann, während er halt tausende LEDs eingebaut hatte für mehr Effekt und Show. Der Meinung aber war, er könnte mit dem Ding auch dementsprechend kämpfen, was dann sich hinterher als schlecht herausstellte. Gut, wird kaputt. Ja. Also die Klinge war kaputt, ja. Das Sound ging alles noch, er musste halt hinterher nur ein paar neue LEDs einlöten. Er wollte so. Wie dem auch sei, das ist ein schönes Ding und damit hat im Grunde auch so mein ganzes Cosplay angefangen. Ja, aber du kennst es, man will immer mehr und mehr. Man will immer mehr und mehr, deswegen will ich es auch momentan auch aufrüsten, wie gesagt, eine stärkere LED einbauen, dementsprechend Batteriepack ändern und so weiter und so fort. Auf Sound verzichte ich trotzdem, weil hört man sowieso selten, gerade wenn wir im Außenbereich sind, bei großen Messen ist eher der Soundpegel zu groß, dass man effektiver was hören könnte. Deswegen, da spare ich mir einfach, mir macht es halt mehr Spaß, bisschen auf Show, das Licht anhaben, das reicht mir in der Regel auch schon. Aber da ist ja wieder jeder für sich selbst. Gut, kommen wir zum nächsten Teil. Christian, was hast du noch für dich dabei? Du
darfst ihn sogar ankündigen, wenn du möchtest. Oh, ein Blaster. Was ist es denn für einer? DH-17? Ich meine DH-17, ne? Genau. Und zwar ist das ein Umbau. Passt das da rein? Hey, er steht. Es ist ursprünglich ein Nerf-Blaster. Also sprich, diese Nerf-Blaster sind wahrscheinlich einigen auch ein Begriff, die diese... Die Nerven. Deswegen heißen die auch Nerf-Blaster. Nerv, die Nerven, ja. Kann man sogar Menschen mit ins Auge schießen, wie dem auch sei. Es ist ein Umbau. Ist sogar noch schussfähig für die Nerf-Pfeile. Ich nenne es jetzt mal Pfeile. Die kann man immer noch reinstecken. Hinten noch den Abzug ziehen. Also was nervt man maximal, wenn man damit rumschießt. Ja, ich denke auch. Maximale Nerven. Maximale Nerven. Maximale Eskalation. Gut. Wie dem auch sei, dieser Nerf-Blaster ist in Cosplay-Kostümbereichen unheimlich gefragt. Weil der kommt von der Größe her, von den Proportionen und vom Aussehen fast 1:1 an den Filmblaster dran. Bedeutet, wenn jemand von euch ernsthaft Interesse hat, sich mal so einen eigenen Blaster zu bauen, eine Bombengrundlage ist dieser DH-17 Nerf Blaster. Ja, was gibt es dazu zu sagen? Der sieht aber nicht so aus, wenn du das Ding kaufst, ne? Neu. Nein, wenn man ihn neu kauft, ist der quietschbunt. Das die beispielsweise Nerf, das vorne ist. Der Lauf, der ist orange. Hier ist viel orange drin. Es ist sogar noch hervorstechend. Steht noch Star Wars drauf, ja. Dann steht noch Hasbro Nerf und so weiter und so fort. Das bedeutet, das habe ich alles... Sicherheitshinweise und so weiter. Sicherheitshinweise, Entschuldigung, die ich dann mit dem Dremel alle abgeschliffen habe. Ich habe grundiert, ich habe hinten am Hinterteil, da ist so eine Gürtelschnalle, die habe ich zusätzlich eingebaut zum Beispiel. Dann habe ich hier, habe ich so ein kleines Scope eingebaut. Kannst du dir ja mal angucken. Ja. Das ist gedruckt, ist das, ne? Das ist gedruckt. Mhm. Dann in diesem Klarsichtbereich, weiß nicht, ob man es sieht, du dürftest es als Noppenbausteinkenner kennen. Ein rotes Lichtschwert von Lego. Ganz genau. Und die sind dafür bestens geeignet, weil die sind in den Originalplastern, sind die auch so drin. Du hast ein Sisters Lichtschwert genommen. Ja, das ist korrekt. Ich finde das nicht mehr lustig, du machst mir Angst. Ich mache dir jedes Mal Angst. Ja. Warum? Also, das ist super. Hättest du nicht gedacht. Ich brauche nochmal so einen Stand. Ich brauche unbedingt nochmal so einen Stand. Hier hält er sogar, das ist ja Wahnsinn. Habe ich vorher noch nie ausprobiert. Ist eine gut, dass ich das mitgebracht habe. Ja. Ja, wie gesagt, er ist einigermaßen viel modifiziert, viel abgeschliffen, viel abgespachtelt, neu gespachtelt. Weathering gemacht. Und zwar ist das Ding, hat im Prinzip 3 Farbschichten. Ja. Schwarz, Silber. Nee, Grundierung, Silber und Schwarz. Schwarz, Silber und Grundierung. Achso, das wollte ich, genau das wolltest du sagen. Genau, das wollte ich sagen. Und zwar hatte ich das so gemacht damals. Er wurde erstmal komplett grundiert, natürlich mit Abkleben. Das wäre blöd, wenn ich das auch mit lackiert hätte. Dann kam die komplette Schicht Silber drauf. Wieder abgeklebt an den bestimmten Stellen, sprich Lauf. Hier dieser Bereich, ja genau, hier dieser Bereich abgeklebt. Dann mit Schwarz drüber. Und dann siehst du hier, dass das wie Farbabplatzer aussieht. Ja. Das habe ich mit der sogenannten Chipping-Methode gemacht. Das bedeutet, abgekratzt wieder, bis auf die Silberschicht. Hm. Anschließend noch mit der Tri-Brush-Methode noch gebürstet. Tri-Brush, kurze Erklärung für die solltet ihr es nicht kennen. Das ist eine Farbe auf einen Pinsel auftragen und so lange auf dem Papier ausdrücken, bis man am Papier nichts mehr hat. Dann geht man über das dementsprechende Teil drüber, was man halt weather möchte, also alt aussehen lassen möchte. Und trotzdem gibt es dann diesen leichten Farbabrieb da drauf, was sich natürlich dann benutzt aus. Genau, das geht besonders gut, wenn du irgendwelche Kanten hast. Ja. Welche Rillen, irgendwas, da funktioniert das ganz hervorragend. Aber auch auf glatten Flächen. Ja. Das geht auch. Ja, und der gehört auch tatsächlich zu meinen Lieblingsstücken. Also der wird irgendwann nochmal ein bisschen mehr modifiziert, weil dieser... Rebellenblaster hat teilweise noch so 4, ja, wie soll ich sagen, wie so 4 Druckknöpfe an der Seite. Ja. Da ist noch das Außenmagazin und so weiter und so fort. Und das möchte ich halt später irgendwann nochmal einbauen, wenn ich das mal irgendwie bekomme. Aber gibt es mittlerweile gute Seiten, wo man auch Zusatzmods dafür bekommt. Hm. Aber für mich ist es halt so,
ich finde ihn toll, mir einfach hinzustellen. Ja. Könnte ich beispielsweise auch, ist optional, auch, wissen auch viele nicht, optional für den Emperor's Guard, also für den Royal Guard. Ja, verschiedene Offiziere vom Imperium haben den sogar auch getragen. Ja, ich weiß. Ja. Genau. Also ist auch was für Imperiale, nicht nur für Rebellen. Der war sehr beliebt. Ja. Überall, auf beiden Seiten. Also sprich, bei Cosplay auch wieder top zu nutzen, das Ding. Definitiv. Also ich hatte damals auch richtig Glück gehabt. Ich habe den für, glaube, 15 Euro bekommen. Mhm. Da wusste jemand nicht, was er da hat. Nur zur Erklärung, bei, wenn ihr irgendwo so einen Nerf-Blaster seht, diesen DH-17, für 15, 20, 30 Euro greift zu. Das ist geschenkt. Denn der wird mittlerweile unbehandelt, nicht umgebaut, für 100, 150, 200 Euro teilweise gehandelt. Sprich, wenn ihr den günstig bekommt, greift zu. Es gibt einfach bekloppte Menschen auf der Welt. Ja. Definitiv. Gut. Mehr gibt es im Prinzip dazu jetzt auch nicht zu sagen. Gut. Von meiner Seite. Komme ich zu meinem Blaster. Du darfst. Ich glaube, da brauchen wir deine Ständer nicht mehr. Ne? Soll ich ihn wegmachen? Ja, räum ihn ruhig weg. Kommen wir zu meinem Blaster. Unschwer zu erkennen im Lederetui. Es ist. Ah! Wuhu! Es ist der Blaster von Han Solo. Ich weiß. Ja. Aha. Du bist ein Schlaubeerer. Soll ich mal gegenhalten? Ja, halte mal gegen. Halte mal das gute Stück. Und zwar, total günstig geschossen, das Ding. Das ist auch von mir modifiziert. Guck mal, es hält. Aber. Ja! So, ah, hast doch. Das steht da Ding. Das ist ja. Na, wir kommen ja gleich. Kommen wir gleich zu. Und zwar, das Ding gibt, meine ich, bei Amazon und verschiedenen anderen Herstellern. Kostet, glaube ich, so um die 20 Euro um die Pistole. Ist im Original auch komplett weiß und orange. Also total verboten gehört. Ist auch mit Licht, mit Licht und Sound. Also Sound auf jeden Fall war drin. Habe ich leider kaputt gemacht. Ja, weil ich habe das Ding nämlich zerlegt. Aber ich muss dazu sagen, das ist bei meinem Blaster auch passiert. Was? Es hatte geleuchtet. Ja. Und jetzt ist wahrscheinlich einfach die Batterie alle. Es leuchtet nicht mehr. Ja, wisst ihr, ich habe bei mir beim Auseinanderbauen doch leider die Kabel erwischt und sie etwas demoliert. Naja, gut. Mhm. Schwamm drüber, es ist eh nur ein Prop für meinen Offi. Es ist jetzt nicht der DH-44. Meine ich DH-44, ne? Denken wahrscheinlich viele, wenn sie ihn sehen. Ja. Ist aber ein anderer Blaster. Und zwar hat Han Solo und die Offiziere des Imperiums haben im Grunde das gleiche Modell, nur der Oberbau ist etwas anders und der Frontbereich ist auch nochmal anders gehalten. Aber wie gesagt, ich nehme das Ding eh nur in meinem Lederetui, von daher passt das eigentlich mal ganz gut. Ja, wie gesagt, 15 Euro Grundmodell von Amazon, dafür ist es eigentlich ein wunderschönes Stück. Ich habe sie halt auch modifiziert, ich habe sie mit zerlegt, dann habe ich sie mir abgeschliffen, hier waren auch überall diese Sicherheitshinweise drauf gedrückt und so weiter und so fort. Danach habe ich es halt auch grundiert. Ja, man kann reingucken. Das heißt, nee, zu Anfang habe ich mir erst einmal dieses Teil hier vorne, diesen Mündungsfeuerdämpfer, den habe ich erstmal ausgebohrt mit dem Dremel. Da war nämlich alles zu komplett hier vorne. Das war einfach nur angedeutet, also dementsprechend aufgebohrt. Sämtliche Löcher hier, oder? Sämtliche Löcher, die habe ich mit aufgebohrt. Das war also mit dem Dremel gestanden und jedes Loch einzeln mit dem Dremel nachgebohrt. So, dann habe ich mir das Ding komplett grundiert. Dann habe ich es in matt-schwarz lackiert und dann mit dem Drybrush-Verfahren, was wir eben gerade erklärt hatten, halt dann dementsprechend die silbernen Stellen aufgetragen. Beziehungsweise vorne, das habe ich mit dem Pinsel gemacht, damit es halt ein bisschen mehr gebraucht aussieht. Und den Griff halt dementsprechend einfach nur braun lackiert. Schick! Ja. Wie gesagt, passiert nichts mehr, ist aber noch funktionsfähig, was den Abzug betrifft. Den Scope habe ich mir auch aufgetremelt, zumindest im hinteren Bereich. Habe eine Plexiglasscheibe eingesetzt, die ich dann halt auch rot lackiert habe, mit schwarzen Edding halt noch ein bisschen bemalt, dass es ähnlich aussieht wie bei dir, aber halt wie gesagt auch nur ähnlich, ne? Also nur ein bisschen diese Kreise drauf gemalt. Man kann nicht durchgucken, dafür hätte ich es halt vorne nochmal aufbohren müssen. War mir aber jetzt nicht so ganz sicher, dass dann dementsprechend passen würde. Dazu habe ich mir, da ich ja selber noch Offizier bei Star Wars darstelle, noch dieses Lederetui aus Italien kommen lassen. Hätte ich mir auch in Deutschland machen lassen können, bei verschiedenen Leuten. Aber ich habe das damals gerade günstig gefunden. Es war passend. Es war auch dementsprechend im braunen Leder. Und so trage ich halt dann
mein Han Solo als Offizier. So, dementsprechend so geschlossen am Gürtel. Und dann fällt das auch nicht auf. Sieht das super aus. Ist eh meistens geschlossen. Ja, wie gesagt, und für einen günstigen Kurs das Ding auch geschossen. Stellenweise kriegt man das Ding noch bei Amazon. Muss man halt ein bisschen Geld und Zeit investieren. Dann kann man es halt dementsprechend schön umbauen. Ja, jo. Schick. Ja, meine ich auch. Dann hat auch Spaß gemacht, das Ding zu machen. So, was hast du denn noch Schönes? Ich weiß, jetzt gibt es ein Endgame über. Endgame. Bei der Macht von Grayskull. Ach nee, das war Anson. Ja, ich habe mitgebracht Mjölnir. Meins. Erstanden bei Wish. Und ich musste es haben. Ich musste diesen Hammer einfach haben. Sei ehrlich, den hast du nur gekauft, weil ich den fetten Thor aus Endgame gemacht habe. Das ist korrekt. Das ist ja ein Speier. Das ist richtig. Das fand sie so geil, das gesponnen Kauf. Ja, das ist richtig. es ist kein Metall. Der Hammer ist komplett aus Resin gemacht, aber er hat ordentlich Gewicht. Also es gibt ja viele Plastikhammer, die man in der Hand hält und denkt sich, hey, aber der ist wirklich schwer. Also auch wie gesagt geholt bei Wish. Was ich ganz toll finde, ist, dass der überall, ich weiß nicht, ob man es sieht, auch diese Runen eingraviert hat. Ja, ja. Dann diese Ornamente, die sind nicht drauf gemalt. Die sind richtig durch einen Resinguss halt hervor. Durch einen Resinguss. Also da ist alles wirklich nichts drauf gemalt. Also als solches lackiert ist er natürlich auch. Aber alles, was Vertiefung auch beim echten Mjölnir sind, ist auch hier bei diesem Hammer. Und es ist geil, der hat Gewicht. Ja. Optional hierzu gibt es auch noch eine Base. Sieht aus wie ein Stein. Es ist ja in dem ersten Teil von Thor so, dass dieser Hammer das Thor nicht mehr würdig ist. Ja. Ja, du kannst dich erinnern. Ja. Hm? Das sah noch gut aus. Und fliegt dann in so einen Steinhaufen. Ja. Und die Leute versuchen ihn rauszuheben, funktioniert nicht. Ja, das ist dann so ein bisschen nicht wie bei der Legende von König Arthus mit der Tafelrunde. Genau. Und da ist es so, da gibt es noch optional noch eine Base zu, die kostet auch 25 Euro, bin ich ja der Meinung. Und dann steht dann im Prinzip, so wie es gerade andeutet, der Hammer auch so da drin, in einem Steinhaufen. Sieht geil aus, aber da sage ich mir wieder ganz ehrlich, das ist eine Sache, die kann man durchaus selber machen. Bisschen Gips und fertig, los geht's. Abdruck machen vom Hammer und dann kann man das bisschen anschleifen, wie auch immer, formen, abschleifen und dann hat man auch ein selber gemachtes, schönes Display und ein Beutel Gips kostet 2, 3, 4 Euro maximal. Er hat auch die Originalmaße. Ist also quasi ein 1:1 Modell und hat damals bei Wish 82 Euro gekostet. Natürlich, wie ich schon sagte, es ist jetzt kein Echtmetallmodell, aber die Frage ist halt wirklich, was will man damit? Und ich möchte es mir einfach ins Zimmer stellen. Man kann sich auch selber vielleicht später noch mal modifizieren, wenn man möchte. Ja, Ledergriff dran, Ledergriff. Ob das wirklich sein muss, ist die andere Frage. Völlig richtig. Also ich brauche es nicht. Ja. Ich mag den so, wie er ist und kommt auch wirklich enorm gut im Regal. Und den leiste mir fürs nächste Mal in Speyer, ne? Du baust deinen Stormbreaker. Ja, wie man sieht, bisher war viel bei uns auf Star Wars bezogen, aber wir sind nicht nur Star Wars Fans. Nein, wir haben auch andere Interessenthemen. Ja. Nur momentan durch aktuelle Corona kommt das ein bisschen zum Hintergrund und wir arbeiten jetzt erstmal die Sachen ab, die wir halt so haben. Wir arbeiten also Sachen ab. Ja, genau. Ja. Ja, kann man das so sagen. Und DeLorean haben wir auch schon vorgestellt. Ja, den haben wir auch neu gekriegt. Aber sagt nicht, dass ich jetzt DeLorean oder so... Nein, aber sagt, im nächsten Jahr sollen ja noch andere Sachen kommen. Da wollen wir dann auch verschiedene Messen mal fahren. Wir wollen auch mal auf Biker-Treffen fahren. Oh, Autotreffen. Wir stellen euch mal einen Oldtimer-Sammler vor. Wenn das Ganze so klappen sollte. Ich sag, momentan ist es halt noch ein bisschen schwierig. Leute sind noch ein bisschen vorsichtig, kann ich auch verstehen. Unsere Schneiderin kommt noch mal vor, die hat auch noch Interesse angekündigt, sobald wir halt die Corona-Krise hinter uns haben. Es kommt noch einiges. Es kommt noch einiges. Also es ist nicht nur Star Wars, was wir euch vorstellen, wir haben auch andere Interessenthemen. Ja. Gut, was gibt es noch zu sagen? Auch der Mjölnir, um darauf mal wieder zurückzukommen, hat auch eine Schlaufe. Ich weiß es nicht, bin mir nicht ganz sicher, ob das echt... Ich glaube, das ist Kunstleder. Das ist... Nee. Oder? Nee.
Das ist dann ist es Leder. Tatsächlich echtes Leder, welches einmal durch den Griff durchgezogen ist und zusätzlich nochmal mit einer Schraube gesichert ist. Also ich finde das Teil geil. Ja, hat was. Schön filigrane Gravierung. Es ist was Wertiges. Es liegt gut in der Hand, es liegt schwer in der Hand. Für den Preistopf. Und für den Preistopf. Topf, habe ich gerade gesagt. Topf, ja. Und das Schönste ist, ich bin würdig. Noch viel besser. Ja? Also logisch gibt es nicht nur Schrott, es gibt auch tolle Sachen. Gibt's, man muss halt auch dementsprechend mal ein bisschen durchgucken. Gut. Kommen wir zum nächsten. Zum nächsten. Ja. Das, was wir immer hinten in der Deko stehen haben, wollte ich euch ganz gerne mal zeigen. Das ist nämlich eins meiner Modelle, da ich nämlich auch Modellbaum mache. Das Ding mal wegstellen. Die Venator. Genau, eine Venator-Klasse. Ihr kennt es aus unserer Deko hinten. Das ist ein schönes altes Modell von Revell, die Venator. Eins der Schiffe aus The Clone Wars, beziehungsweise auch aus den Kinofilmen. Ist übrigens auch schwer dran zu kommen mittlerweile an den Bausatz. Und teuer geworden. Boppala! Boppala! So, ist da vorgelegt. Ich habe mir da was hingelegt. Also wir hören jetzt mal auf, das Ding im Kreis zu drehen. Ich habe nämlich nur eine Stange reingesteckt, das Ding ein bisschen steht. So. Ja, mit dem Ausrichten ist immer so ein Spaß dabei. Ich kann es auch einfach halten. Ah, halt das Ding. Oh, ich halte das einfach mal so fest. Genau. Ja, die Venator von Revell, momentan echt tierisch teuer geworden, das Teil. Wenn man es bekommt. Wenn man es bekommt. Ich habe es durch Zufall von einem unserer Clubkollegen, von den Renegades, bekommen. Der wollte sich die ganze davon trennen. Und ich habe es im Bundle gekauft. Ich meine, ich hätte 10 Euro für das Teil bezahlt. Unaufgebaut, original verpackt noch. Und dann habe ich mich halt hingesetzt, habe dieses schöne Modell zusammengebaut, habe es bemalt, habe es dementsprechend noch etwas geweathert, auf alt getrimmt und durch Zufall hat Christian genau das gleiche Modell in einer etwas helleren Version, als wenn es gerade aus dem Werk kommen würde, der Mann doch schon einige Kämpfe hinter sich gebracht hat. Und das Ding hat echt Spaß gemacht zu bauen, muss ich echt sagen. Auch man ist relativ schnell, sieht man einen Erfolg, wenn man das Teil zusammenbaut. Und es ist echt ein schönes Modell. Wie gesagt, es ist aus den Clone Wars Filmen, beziehungsweise stürzt fast ab. Ja, beziehungsweise aus Angriff der Klonkrieger, aus den neueren. Aus den Prequels. Ja, aus den Prequels, ne? Den neueren Star Wars Filmen, nicht die ganz neuen. Ja, wie gesagt, schönes Ding. Die Farben entsprechen nicht 100% dem, was, ja, was man so angegeben hat. Ich habe halt meine eigenen Farben benutzt. Gerade diese Wassertransferdruckaufkleber sind halt ein paar Stück dabei. Die hat man halt drauf gemacht. Also es ist im Grunde meine eigene Interpretation, aber im Großen und Ganzen doch schon angelehnt an die Originalfilme. Ja, dann habe ich mir diesen kleinen Ständer dazu gebastelt und jetzt dient es uns als Dekoration im Hintergrund. Schönes Ding. Ja, beleuchten wollte ich es nicht. Kann man natürlich auch noch machen. Also nur so versiert bin ich auch nicht dabei. Ja, das ist eine Heidenarbeit, weil hier geht es wahrscheinlich nur mit Glasfieber aufdecken. Ja, ja, sicher. Bei das den kleinen Fensterchen hier oben in der Reihe drinne. Aber das Panel-Lining hast du gut hingekriegt. Danke. Ja, hast du auch mit drüber gewischt? Drybrush, ja. Oh, ich hab die Farbe auch? Naja, pass auf. Geile Sache. Habe ich mir aus dem Baumarkt habe ich mir Abtönfarbe geholt. Habe diese Abtönfarbe relativ dünn angerührt. Ja. Habe mir das ganze Schiff, nachdem ich es komplett silber und rot lackiert, also grau und rot lackiert hatte, komplett eingestrichen mit einem dicken Pinsel. Und dann hinterher wieder. Habe einen kleinen Moment gewartet, bis es fast trocken war und habe es dann komplett abgewischt. Genau. Hatte natürlich auch den Vorteil, dass die ganze hellere graue Farbe gleich dementsprechend mit abgedunkelt wurde und dieses Ganze auf alt getrimmt wurde. Und dreckigen. So wie ich es haben wollte. Ja. Genau. Genau, das ist auch eine relativ häufige Methode. Ja. Ja, den letzten Preis, den ich mal für das Teil gesehen hatte, waren 120 Euro. Ui. 120 Euro kriegt man es mittlerweile. Nicht aufgebaut. Nicht aufgebaut, als Modellbausatz noch in der Packung. 120 genau. Euro. Da habe ich ein Schnäppchen gemacht, würde ich ja, sagen. Ja, für 10 Euro. Ja. Also hast du quasi, das war ja ein Bundle, ne? Ja, ich habe noch mehrere dazu gekauft. Aber mehr so Star Trek Modelle. Mhm. Also für 10 Euro? Nein, nein, habe ich jeweils 10 Euro. Ach so, also 10 Euro hast du dafür bezahlt. Genau, und für die Star Trek Modelle habe ich auch 10 Euro jedes Stück bezahlt. Ja. Das da kann man echt nicht sagen. Nein. Da gab es auch ein Runabout Shuttle, wird auch mittlerweile hoch gehandelt. Da habe ich noch gekriegt gehabt, die Reliant von Star Trek 2, Zorn des Khan. Und noch ein paar andere Teile, also ein paar schöne Modelle gekriegt gehabt. Die warten noch auf die Fertigstellung dann dementsprechend. Ja,
würde ich sagen, stellen wir das Ding wieder weg. Ihr habt es gesehen. Zurück bei YouTube. Wir hatten eben eine kleine technische Störung in unserer Kamera. Ja, sie hat mittendrin aufgehört aufzunehmen. Das ist nämlich hier keine Live-Show. Nee. Sonst hätten wir vielleicht kriegen wir irgendwann mal eine Live-Show. Ja, das können wir machen. Wir können einen Livestream machen. Ja. Irgendwann, so irgendwann machen wir das mal. Podcast. Wenn wir so Live-Ding. Erst Moped. 1000 Mann voll haben. Also, nach 1000 Abonnenten machen wir einen Livestream. Genau. Versprechen wir euch. Ja, wie dem auch sei. Zurück zu unseren Props. Richtig. Ich hab mal was mitgebracht. Ja, was hast du da mit Schönes? Ich hab mitgebracht den Arc-Reaktor. Sprich, Tony Stark ist ein Begriff, Iron Man. Und im ersten Teil von Iron Man bekommt er diesen Arc-Reaktor, der eigentlich nur zu Werbezwecken ursprünglich war, in seine Brust eingesetzt. Richtig. Genau. Um Granatsplitter wegzuhalten. Ganz genau. Ja, und diesen habe ich mir als Do-It-Yourself-Bausatz zugelegt. Und da ist er. Er sieht toll aus, er macht Spaß, er macht deswegen Spaß, weil er nämlich auch wirklich leuchtet. Würdest du einmal... Ja, klar. Wir wollen das hier einmal demonstrieren. Da haben wir unser fachmännisches Kabel. Ich habe die Macht. Du hast die Macht. Ja. Ja, was soll man dazu sagen? Das zweite Licht. Es sieht einfach geil aus. Ja. Kann man so sagen. Ja, es ist, ich mag alles, was leuchtet. Das ist toll. Ja. Licht ist schön. Es ist ein schönes, es macht blaues Licht, es leuchtet blau. Was tut es? Flackern. Warum willst du flackern? Weil es gut aussieht. Okay. Geht in Ordnung. Wie dem auch sei, es ist ein Bausatz. Das heißt, so wie ihr ihn hier seht, so wird er euch nicht geliefert. Den müsst ihr euch selber zusammenbauen. Aber es lohnt sich. Also ich habe etwa 2 bis 3 Stunden dafür gebraucht, bis er komplett zusammengebaut war. Das Tolle ist, es ist Metall dabei, es ist Plastik dabei, es sind Kabel dabei. Es sind Kabel dabei, es sind alles ist mit dabei in diesem Modellbausatz. Also ein Komplettsatz. Ist ein kompletter Bausatz, genau. Selbst diese Spulen, diese Kupferspulen hier dabei, die muss man nicht selbst wickeln, das ist ganz nett gemacht. Nicht? Sondern die werden einfach, die werden einfach aufgeschoben. Also es sind quasi wie, ja, wie eine Röhre, kann man sich vorstellen. Es sind also jetzt keine Metallplättchen, keine billigen, sondern es ist schon eine Wicklung drauf. Ja, genau. Gibt es ja auch nochmal ein günstig, also es ist einfach eine Kupferplatte, die drauf geschoben wird. Richtig. Kupferklemme. Genau. Und die Enden dieser Kupferspulen, die sind frei, die werden quasi in die nächsten Löcher eingeschoben, damit es wie so ein Kreis hat sich bildet. Ja. Ja. Sieht schon cool aus. Ja, der macht auch, wie gesagt, ich habe riesengroße Freude an dem Teil. Und da ich nicht nur bekennender Star Wars-Fan bin, sondern auch Marvel wirklich über alles liebe und sehr, sehr gerne habe, musste ich das Ding haben. Also ich will das irgendwann mal so haben, dass ich von jedem Avenger irgendeinen Prop habe. Also von mir die Bierflasche. Ja, genau. Nein, beispielsweise von Captain America den Shield. Den Schild. Oder ein Schild. Ja, Schild war die Organisation. Schild, aber ein Schild heißt auf Deutsch Schild. Ist egal. Poser. Thanos Handschuh will ich irgendwann nochmal haben. Also ja. Sprich, ein Infinity Gauntlet, den kriegt man auch relativ teuer. Ich weiß, wo du Captain America Schild herkriegen könntest. Du wirst es mir bestimmt maximal irgendwann verraten. Ja, irgendwann werde ich es dir maximal verraten. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn, dieser komplette Bausatz mit dem Display, man kriegt hier nämlich diesen Reaktor auch ohne das Display, aber ich finde es schöner, wie er präsentiert wird. Im Hochsicherheitskasten. Im Hochsicherheits-Plexiglas-Kasten. Kostet 35 Euro. Mit Kasten? Mit Kasten, genau. Und das ist auf jeden Fall ein Überleben wert. Sieht toll aus, mit das, was Spaß. Das Ding hat. Ist eine gute Verarbeitung, selbst dieses Fake-Kabel, was hier mit dabei ist, ja, es ist mit dabei, ja. Ist ein echtes Kabel, ist echt Metall. Und da kann man für den Preis rein gar nichts. Kannst du nicht mehr ran. Ist wirklich. Da toll. Werden hier andere Preise aufgerufen. Wenn es in Deutschland hergestellt werden würde, ja. Ja. Auch der Ring ist gefräst obendrauf oder leicht oberflächengraviert. Auch Metall. Genau. Auch wieder Metall. Schon ein schönes Proof Ding. That Tony Stark has a heart. Ja. Wie dem auch sei. Gut, richtig. Ja, schönes gehört Ding. Definitiv zu meinen Lieblingsprops. Wieder von Wish, ne? Ja, von Wish. Ja, Wish macht nicht nur Schrott. Nicht nur. Ja. Viel, aber nicht nur. Ja.
Okay. Kabel machen wir ab. Mach's gut, mein kleiner Freund. Kommen wir zum letzten Thema. Zum letzten Thema. Letztes Thema, Autogramme. Mache ich persönlich gerne. Mir macht das Spaß, Autogramme zu sammeln. Und da haben wir, ihr kennt es aus unserer Deko, einmal die Medaille von Yavin 4. Oh ja, die Chewbacca damals nie bekommen hat. Er hat sie jetzt auch bekommen. Jetzt in Teil 9. Und ja, das war eine großartige Ehre. Ja, und wir haben die Stern, die Pläne des Todessterns aus Rogue One. Oh ja. Christopher Patrick Nolan, reicht sie. Ja, todesmutig durch den Türschlitz, rüber in die Tente 4. Überlebt nicht ganz. Nein, er wird so ein bisschen niedergemetzelt von Darth Vader. Mit seinem Aber eine der geilsten Szenen von Star Wars, ja, die jemals Gänsehaut hatte. Pur, das ist die absolut geilste Szene. Generell Rogue One, großartiger Film, toller Film. Ja, auch die neue Leia Organa, die sie kurz angespielt hatten. Ich fand super. Fand ich geil, mit den Worten Hoffnung. Die finden wir auch in Aurek Bash auf dem Stand wieder. Das ist also ein Komplettset, das konnte man sich bestellen. Kann man sich immer noch bestellen. Für wie viel? Mit Versand aus England mittlerweile über PayPal-Zahlung. Ach, haben jetzt natürlich ein bisschen Gebühren obendrauf. Liegt man so bei 75 Euro. Aber es sieht gut aus. Es ist nicht billig. Es ist aber auch Vollmetall. Also es ist ein Vollmetallteil. Es ist auch wirklich hier oben drauf Metall. Es ist Kupfer. Das ist das Gummi, also was man hier sieht, das bekommt man. Ein Plexiglasstand, gefräst, man bekommt dementsprechend die Pläne vorne vor, auf Metall gedruckt, man bekommt eine persönliche Widmung mit Autogramm, Christopher Patrick Nolan, für Julius, also Julius ist mein Sohn, ich mache fast alle Autogramme ausschließlich für meinen Sohn. Sehr löblich. Ja, weil ich denke mir, irgendwann wird er sich darüber freuen, noch ist er zu jung dafür. Und er ist das vor einigen Wochen gerade mal 4 Jahre alt geworden. Noch hat er da keinen Sinn für. Aber ich denke mal, irgendwann ist meine Hoffnung da, dass er sich über solche Sachen freut, das so wie ich das mache. Ist jetzt ein Wortspiel. Hoffnung. Ja, Hoffnung. Ja, ist schön. Ja. Aber ich bin jetzt persönlich nicht so der Autogrammjäger, aber ich finde es toll. Also ich wäre, mich hauptsächlich würde... Die Karte. Die Karte, genau. Ja. Das wäre halt mein Ding. Du kannst das Ding ja für 80 Euro von mir käuflich erwerben und gehst hinten mit dem... Ich glaube, ich möchte das nicht. Oder du stellst dir einfach, wie gesagt, das Teil selber. Ja. Sagt Christopher Patrick Nolan findet ihr bei Facebook. Einfach anschreiben. Der hat auch ein eigenes Formular dafür. Anders war es hiermit. Autogramm von Nick Joseph. Den habe ich tatsächlich getroffen auf der Hanabration. Das ist mir immer am liebsten. Ich treffe diese Schauspieler persönlich selber. Damit ich weiß, dass das Autogramm A original ist. Ich es personalisieren kann. Und ich vielleicht auch eine Geschichte dazu erzählen kann. Wie zum Beispiel hierbei. Meine Lieblingsstory. Ich war auf dieser Celebration. Böse Blicke ein. Also ein bisschen mehr vielleicht sogar noch, ne? Ja, es waren einige stinkig gewesen hinterher auf mich. Also eigentlich nur einer. Ja, einer war extrem angepisst. Lag aber nicht an mir, sondern lag eher an dem Schauspieler, der das Autogramm rausgestellt hat. Und zwar, kurze Geschichte, ich war mit Freunden von uns, sprich mit Ellen, mit Henry und mit Nils auf der Celebration. Das war eine meiner ersten Cons, die ich besucht habe. Und ja, dieser Schauspieler Nick Joseph stand da, hatte einen Stand und mit anderen Schauspielern auch und hat da seine Autogramme dargeboten. Ja, unser Freund Henry ist vorneweg hin, hat sich das Autogramm geholt, ganz normal auf Karte, hat er unterschrieben bekommen, hat sich gefreut, kam zu mir an, ey, da hinten sitzt der und der, geh da mal hin, kannst dir auch ein Autogramm holen. Ich damals noch in meinem Sith-Kostüm, mit meinen schönen roten Kontaktlinsen. Ja, sieht so leicht angedeutet hier drüben. Bin dann halt hinmarschiert und unterhalte mich kurz mit ihm. Und dann spricht er, pass mal auf, willst du auch ein Autogramm haben? Sprich ich, ja, in meinem echt schlechten, gebrochenen Englisch. No, my English is not very good. Richtig. Und dann sagt er, pass mal auf. Ja, ich verstehe, tue ich's, ich kann es nicht wirklich sprechen. Dann sagt er, pass mal auf, ich habe was Geiles für dich. Greift so unter den Tisch und holt dann diese Medaille raus. Sagt er, pass auf, das ist die letzte, die ich habe. Die gebe ich dir zum gleichen Preis mit Autogramm, wie die normalen Autogramme bei mir kosten. Jäger. Und dann sage ich, ja, wieso? Ich spreche, ja, dein Kostüm gefällt mir und vor allem deine Kontaktlinsen. Man muss auch mal Glück haben. Da muss man echt mal Glück haben. Da habe ich natürlich auch zugeschlagen, spreche, jawohl, mache ich. Aber darauf bestanden, dass er mir halt vorne drauf unterschreibt,
weil ich möchte, dass sowas auch gesehen wird. Ja, und dann hat er mir das unterschrieben. Und unser Freund Henry war hinterher, ich sag mal, etwas angepisst, weil er sowas auch gerne gehabt hätte. Allerdings nur die normale Karte bekommen hat, Autogrammkarte. Sehr schön. Und seitdem hängt das Ding halt bei mir, ja, hier unten in unserem Dude-Keller an der Wand. Sehr schön. Ja, aber es ist nicht das Einzige, was ich habe. Ich habe auch noch andere. Letztes Jahr, also dieses Jahr war es ein bisschen mau mit der Ausbeute. Sonst versuche ich immer auf Veranstaltungen, wo wir so aufschlagen, Autogramme zu bekommen. Unter anderem, was haben wir hier? Das müsste gewesen sein, auch diese besagte Hernebration. Ja, man sieht's, die Kenner wissen es, Harry Potter Autogramm von Peter Roy. Peter Roy hat einen von den, ja, wie heißen die bei den Harry Potters? Du kennst dich wahrscheinlich ein bisschen mehr aus. Ich? Zauberern. Professoren. Ja. Nee, das war einer von diesen Zauberern, die da in diesem Gericht gesessen haben. Das habe ich mitbekommen gehabt. Aber was sie jetzt genau da sind, keine Ahnung. Habe ich eigentlich für meine Frau mitgebracht, die ist so mehr der Harry Potter Fan. Ja, mein Patenkind ist Harry Potter Fan. Der habe ich einen, ja, Abzug davon geschickt. Die fand das total toll. Hatte ich in dem Moment leider vergessen, die auch eins mitzubringen. Ja, dann habe ich noch diesen Stormtrooper getroffen. Einer aus der First Order. Ich habe gedacht, komm, nimm mit. Kostet nicht so viel, nimm mit. Wer weiß, wann du die mal wieder siehst. Und Autogramme, ja Gott, kann man nichts falsch machen, bitte. Das sind keine großen Kostenfaktoren. Ja, anders beträgt es sich mit diesem Autogramm. Das habe ich mir wirklich mal bestellt. Das ist von der Dortmunder Comic-Con, meine ich. Gucke mal hinten drauf. Preis also, geht ja. Ja, das geht. Also preislich ging das wirklich. Könnte man nicht meckern. Habe ich günstig geschossen. Das war auch im Ausverkauf mit Echtheitszertifikat. Das sind unsere geliebten Boba Fetts. Einmal die junge und einmal die alte Version. Schick. Sehr cool. Hat mir Spaß gemacht. Und dann kommen wir zur Imperator Thomas-Con 2018. Da habe ich mir diese tollen Autogramme geholt. Und wirklich mal, eigentlich mal sehr eigennützig, muss ich echt mal gestehen, ist dieses Autogramm. Das habe ich echt für mich ausstellen lassen. Denn dieser Offizier hier, wie nennt er sich? Lieutenant Renz, der Offizier, der Han und Leia gestellt hat im Bunker auf Endor. Echt ein total sympathischer Typ. Barry Holland heißt er. Der hat mir dieses Autogramm ausgestellt mit seinem Spruch damals, You Rebel Scum. Ja, und dann halt für meinen Freund Christian. Ja, der war total sympathisch, der wollte gar nicht mehr aufhören mit Schreiben, der wollte da so viele Texte drauf machen. Ich sage, ja komm, jetzt ist es mal gut. der wollte nicht mehr aufhören. Total cool. Also der Typ war echt klasse. Wir haben uns hier auch sehr schön unterhalten. Ich mit meinem gebrochenen Englisch und er mit seinem beschissenen Deutsch. Das war top. Dann einer von den vielen Stormies, die behaupten, sie wären gegen die Decke in Teil 1 geknallt. Also ich hätte dich den Kopf gestoßen. Hätte dich den Kopf gestoßen. Sprich, jederjenige welche, die die Star Wars Filme kennen, wissen, die kennen die Szene. Ja, wie gesagt, Ding. Einer von vielen, die behaupten, das zu sein. Ich hoffe mal, er war es auch. Das wieder für meinen Junior. Jetzt weiß ich nicht mehr genau, wie er hier hieß. Die Kenner werden ihn wissen, werden ihn kennen. Auch ein interessanter Offizier. Mir fällt mir der Name momentan echt nicht mehr ein. Ich müsste mal meine Unterlagen nachgucken, da habe ich das alles aufgeschrieben. Und dann zum Schluss, das war echt eine coole Sau. Leider kann ich das Autogramm nicht mehr entziffern. Einer von unseren E-Box. Kannst du das lesen? Irgendwas mit R. Ich kann es nicht mehr lesen. Ist auch egal, mich juckt das auch nicht, weil das will ich ja eh nicht verkaufen. Aber es war eine coole Sau, der war total nett. Total freundlich. Hatte seinen Sohn auch noch mit dabei gehabt. Ich müsste mal echt recherchieren. Ich habe ihn neulich erst gesehen. Und in meiner Unterlage steht auch der Name drin. Welcher das ist. Der war echt klasse. Also der hat Spaß gemacht. Mit dem konnte man sich unterhalten, konnte man Späßchen machen. Das finde ich halt gerade schön, wenn man die Schauspieler auch persönlich trifft. Dass man sich halt mit dem kurz unterhalten kann. Ja. Ja. Dann im letzten Jahr in Speyer, also unser Lieblingsevent, habe ich diese drei getroffen. Ja, wir machen es mal so. Das sind einmal die deutschen Stimmen von, man sieht, Kylo Ren und von unserer Rey aus den Disney Star Wars Filmen.
Ich nenne mal nett, hast du nett gesagt. Ja, das sind Disney Star Wars Filme. Das sind, du sagst, die deutschen Synchronstimmen. Die wird also von euch wahrscheinlich noch nie einer gesehen haben. Im Fernsehen. Oder halt im Kino. Sehr sympathische Menschen. Und dann kommt einer, wo ich erst dachte, das wäre Kylo Ren selber. Es ist aber die deutsche Stimme von dem jungen Han Solo aus, ja, Solo A Star Wars Story. Eine gewisse Ähnlichkeit ist da. Ja. Also er war auch mit den anderen beiden zusammen in Speyer, was ein sehr schöner Event gewesen ist. Speyer ist super. Speyer ist klasse. Speyer macht Spaß. Ja, und Speyer ohne Spinner ist kein Speyer. Ja, das stimmt. Dazu erzählen wir euch in dem nächsten Video ein bisschen was, was wir so erlebt haben. Mhm. So, und dann eine unserer Sachen, die wir zwei auch gerne unterstützen. Da habe ich auch ein Autogramm von. Und zwar von Sci-Fi for Charity. Dabei einen schönen Gruß an den Benjamin Zipf. Grüß dich, Benjamin. Ja, deine Events sind immer klasse. Wir kommen auch gerne wieder. Man steht auch mal auf der Bühne, ja, und darf mittanzen. Ja, und wir treffen uns auch garantiert in Hanau auf der Los Amigos. Das haben wir uns schon fest im Kalender eingetragen. Wir hoffen, es passt uns auch dann. Also wenn wir nicht arbeiten müssen. Ja. Also, ja, wenn wir nicht arbeiten müssen, kommen wir auf jeden Fall vorbei. Es steht bei uns fest im Kalender. Ja, da haben wir hier unseren Ben Colaco. Colaco? Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ich kann den Namen echt nicht aussprechen. Colaco, ne? Da ist so ein Strich drunter. Das kann auch sein, dass man Colaco. Ja, irgendwas in der Richtung. Ben Colaco. Auf jeden Fall einer der First Order Stormtrooper aus dem ersten neuen Disney-Film. Erwachen der Macht. Ja, ihn habe ich auch getroffen auf diesem Event Sci-Fi for Charity. Diese Karte gab es auch nur da, die ist exklusiv dafür gemacht worden. Ja, war mein erster Event in Weinheim, den sie veranstaltet haben. War ein schönes Ding. Du warst noch nicht mit dabei, du warst mit mir in Sinsheim auf dem Event. Hat auch Spaß gemacht, ja. Sehr viel Spaß. Weinheim war natürlich klasse. Also der Benjamin, der hat ein super Event da hingelegt gehabt. Das war ganz toll, obwohl viele Auflagen kamen. In Sinsheim war es noch extremer für ihn. Aber trotzdem organisatorisch und was er da auf die Beine stellt, top, top. Also wenn ihr mal ein schönes Event erleben wollt, Freiluft, Sci-Fi for Charity, toll. Auch die Organisation selber ist super. Die spenden alles, was sie an Spenden einnehmen. An, ja, die Krebshilfe, DKMS, Deutsche Knochenmarkspenderdatei. Finde ich sehr löblich. Finde ich so gut. Alles, was für Charity-Veranstaltungen sind, unterstützen wir beide gerne. Ja, den guten Mann konnte man abends auch noch persönlich treffen. Wir hatten dann auf der, ja, auf der Sci-Fi for Charity abends noch eine Aftershow-Party. Das war quasi ein kleines Umtrunk. Ja, wo der Benjamin noch seinen Geburtstag gefeiert hat. Und unter anderem war er mit dabei und ist auch würdig geblieben bis zum Schluss. So, ich muss mal ganz kurz nur husten. Ich habe ihm gerade irgendwie Frosch verschluckt. Alles, was wir tun wollen, ist tanzen. Genau. Mit der Frosch. Genau. So. Damit sind wir auch schon durch. Fast. Eins hast du, glaube ich, noch. Eins habe ich noch. Mein Highlight. Das beliebteste Autogramm, was ich für mich persönlich habe. Dave Prowse, ein Autogramm, was du nicht mehr bekommst. Nee, der hat aufgehört, Autogramme zu geben, das ist richtig. Ja, er hat vor 2 Jahren aufgehört, er unterschreibt nichts mehr. Das heißt, wenn man welche bekommt, steigen die in die Höhe. Ja, mittlerweile wird so ein Autogramm auch mit mindestens 100 Euro gehandelt. Ach, wenn das reicht. Ja, da fangen die also an. Kommt auch immer auf das Motiv drauf an, was man da dementsprechend hat. Ja, Dave Prowse, allen bekannt als der Darth Vader. Und zwar aus Episode 4, 5 und 6. Oder wie wir gerne sagen, 1, 2 und 3. Ja, es ist 1, 2 und 3. Es gibt nur eine Trilogie. Das ist die wahre. So, Dave Prowse wurde auch übel mitgespielt von George Lucas. Er hat den Darth Vader in allen 3 Teilen gespielt. Er durfte aber sein Gesicht nie zeigen. Er durfte seine Stimme nicht verwenden. Die Stimme war ihm zu britisch. Dafür wurde dann James Earl Jones genommen. Und ich weiß gar nicht, welcher Schauspieler dann zum Schluss in Teil 3 zu sehen war, als die Maske abgenommen wurde. Ich weiß es nicht. Ich komme nicht auf den Namen. Ist mir auch egal. Der Herr Shaw. Benjamin Shaw. Ja, Benjamin Shaw. Gut. Sebastian. Nicht Benjamin. Sebastian Shaw. Okay. Ich weiß es echt nicht mehr. Ist mir auch egal. Das war Sebastian. Für mich ist es Dave Prowse. Er unterschreibt auch prinzipiell mit, oder er unterschrieb prinzipiell mit, Dave Prowse ist Darth Vader. Und dann hat er recht. Das ist Darth Vader. Ja. Wobei ich mich persönlich auch auf den jungen Darth Vader freue.
Ende des Jahres. Comic-Con, auf der, ne? Dortmund Comic-Con. Er ist angekündigt, Hayden Christensen. Ich hoffe, er kommt auch. War ja schon öfters so, dass dann die Stars abgesagt haben. Momentan kann ich es keinem verübeln, allein schon durch Corona. Ja, wir hoffen natürlich, dass er kommt. Ich möchte gerne meinen Black Series Helm aufwerten lassen. Den ja, Eimer! Den Eimer möchte ich gerne Eimer. Aufwerten lassen. Es zieht sich wie ein roter Faden durch mit Vader momentan bei uns. Ja, wie gesagt, ich möchte gerne aufwerten lassen. Ich will den Helm noch mal. Ich möchte ein Autogramm von ihm auf diesem Helm. Ja, mich würde es auch freuen, wenn ich noch von Dave Prose eins kriegen würde. Das wird wohl nicht mehr machbar sein. Schade. Gehe ich nicht von aus. Vielleicht lege ich nochmal schnell nach England, werde ihm persönlich begegnen und dann einfach mal dazu zwingen. Mit dem Machtgriff. Ja. Ich stehe da eine Engelsklinge mit. Nein, die bleibt bei mir. Autogramm hier oder ich mache dich zum Engel. Nein. Dafür ja. ist sie nicht gedacht. Nein, meinst du? Na, ist auch egal. Auf jeden Fall ihm und all die anderen Vader-Darsteller hätte ich schon ganz gerne noch so als Autogramm drauf. Das sehe ich mir eine coole Sache. Ja. Das wendet so ein Prop auch mal ein bisschen auf. Ja, dann würde ich sagen, war es das schon für heute. Das war's für heute. Das schon? Waren unsere Lieblingsprops und Sammlerstücke, die wir so haben. Aber hallo. Aber hallo. Würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche Freitag wieder. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Schönes Wochenende euch. Macht's gut. Arrivederci. Arrivederci. Avocado.